Hallo miteinander zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Wir sind da immer noch dran mit zwei Baustellen. Baustelle Nummer 1 da wollen Herz kriegen. Baustelle Nummer 2 ohne das Lager einmal weiterzumachen. Da gehe ich jetzt nicht runter, weil ich würde sagen, wir machen wieder mal einen Ausflug zum Schauen, dass wir irgendwie so weisse Wolle herkriegen. Und es ruckelt wieder. Und wir machen da wieder den Weg da führen. Das mal gehen wir da mal geradeaus. Letztes Mal haben wir da einen leichten Knick gemacht. Ich hoffe, ich gehe dann da nicht wieder irgendwo in ein tiefes Loch rein. Wo sich ja zweifellos da hinter dem Hügel so befindet. Ich glaube, unser einziger Tod bis jetzt, wo wir erlitten haben. Und hier auch nur, weil wir nicht vorige Energie hatten. Da ist nämlich das Loch runtergegangen. Und dann gibt es dann noch Kohle zum Abbauen. Ich weiß nicht, ob es da noch... Wieso haben wir... Ja, Eisen hat es dort auch noch. Und da jetzt Lehm, wie wir da sehen. Sehr viel Lehm sogar. Das heißt, ich weiß nächstes Mal auch schon, wo ich den Lehm holen kann. Ja, das ist jetzt da die Folge da. Also die erste Folge, wo online geht, nachdem der SC Bern den Schweizer Meistertitel im Eishockey gewonnen hat. Ja, gibt nicht mehr viel dazu zu sagen, meinte ich. Denkt, der Sieg geht gesamthaft gesehen schon in Ordnung. Sie haben in den Viertelfinals zum Teil ein bisschen Glück gehabt. Zum Beispiel gerade dort gegen Servet, wo sie kurz vor dem Ausscheiden gewesen sind. Aber ohne Glück wird man meistens nicht Meister. Für das ist die Liga schon zu ausgeglichen. Und da, also der Hügel da muss ich jetzt ziemlich einmal auch mal entfernen, weil das geht natürlich gar nicht, dass da so eine Platte einfach mal da so im Himmel da oben ist, die wird dann abgebaut, früher oder später. Das wird dann ein grosses Projekt werden und da hinten hat es auch irgendwo auch mal eine Schöfli gehabt. Sieht aber momentan nicht danach aus. Ja, wenn man natürlich Schöfli sucht, sind natürlich nie welche um. Da drinnen ist eins. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt... Ja, das hat zwar schon Ton drauf, oh, das war der falsche Knopf, aber ich weiß nicht wie viel Ton. Ja, und ein Wollen ist gerade ein bisschen gar mager. Gitziges Hurenschöfli. Ja, und da in die Wüste muss ich gar nicht erst schauen, ob es dort irgendwo Schöfli hat. Darum gehen wir dann glaube ich nachher einmal uns um den Rest kümmern, weil zum unser Lager bauen, ja, da hinten. Noch so einen kleinen Brunnen. Interessant, interessant. Bietet so einen Brunnen nicht auch immer auf Zivilisation hin? Ich weiß es gerade gar nicht. Da hat es auf jeden Fall einen Brunnen. Und da hinten ist ein Schäfli. Noch sogar mehrere Schäfli. 4 Stück, schon mal sicher. Was? Oh, da hinten jetzt noch mehr auf dem Hügel. Könnte es ja dann vielleicht schon fast langen, wenn wir nicht noch mehr so gitzige Schäfli haben. Ich habe auch das mal wieder vergessen, zum das Bett mitnehmen, dass wir dann können zwischenschlafen, falls wir da noch lange unterwegs sind. Oh, da hinten kommt dann schon der Dschungel, da gibt es dann keine Schäfli mehr, aber da auf dem kleine Insel, ich hätte nochmal 4 Schäfli. Und auf der anderen Seite sehe ich auch nochmal Schäfli. Gehen wir dort, auch noch über. Und dann sollte es dann nachher langsam etwa lange. Und ich glaube, da sind wir dann auch einigermaßen wieder auf dem richtigen Weg heim. Da nachher da den Hügel drauf gehen. Das wäre jetzt natürlich auch noch. Ich voller Wulle und finde den Heimweg nicht mehr. Aber den Spaß haben wir ja schon mal durchgespielt mit Highway nicht mehr finden. Ich glaube einmal langt. Euch sicher auch. Und die sind da spendabler, die Schäfli, als die letzte, die ich getroffen habe. Ja, die sind jetzt wieder das gute Gegenteil gewesen, aber jetzt gehen wir einfach mal da drauf und ich glaube, das ist dann schon der richtige Weg heim.
Und 22, bin jetzt gar nicht sicher, ob das schon lange hat, aber wir sind auf jeden Fall sicher noch dran. Ja, und nochmal schön auf die Fresse weg da vorne. Indem wir da jetzt wieder den Hügel erklimmen, wo ich meinte, uns heimführt. Da hinten irgendwo ist unser daheim. Oh, da ist noch ein Schäfli. Das ist vielleicht eins von denen, die wir vorher schon geschoren haben. Weil es droppt ja ziemlich schnell, wenn es in einer Grasgegend sind. Und das sind die Schäfli da zweifelsfrei. Und darum gehen wir jetzt da den Hügel wieder rauf und ich meinte da hinten. Sollten wir jetzt dann schon fast wieder unser Haus sehen. Ja, selbst vielleicht nicht gerade, aber auf jeden Fall, es ist irgendwo dort hinten. Darum treten wir da jetzt auch den Highway an. Und da ist nochmal ein Schäfli. Ich glaube, da vorne im Augenwinkel habe ich nochmal eins gesehen. So, und jetzt haben wir schon 31 Wolle. Jetzt sind aber fast... Na, nehmen wir das... Ist das ein Schäfli oder ist das auch gut unten? Also nehmen wir da, das ist sicher ein Schäfli. Nehmen wir da noch die Wolle mit und machen uns dann auf den Heimweg. Weil es wird dunkel, ja. Ich habe auch mitnehmen, die war. Hä? Ich habe noch vorher schon 31 gehabt. Und es wird schon wieder dunkel und wir müssen uns schon wieder pressieren, dass wir heim mögen. Das Mal ist wenigstens noch ein bisschen heller als letztes Mal. Wir haben vielleicht sogar noch lange, bevor die Monster droppen. Oder spawnen oder wie auch immer. Innen ist nämlich schon unser Haus. Nur leicht schräg gelaufen, dafür schneller daheim. Ist auch nicht schlecht. Und wir haben sehr wahrscheinlich schon genug Wolle, um den oberen Stock abdecken. Ich habe also keinen Creeper gesehen. Oh, und jetzt ist da noch das Bild hängen geblieben. Ah, ich weiß nicht, ob das ein Creeper ist, ich sehe es nicht recht. Auf jeden Fall sind wir in Sicherheit und können da weiter Wollen auslegen. Ich denke doch, dass das bereits schon lange wird. Und da, da, da. Ja, es wird zwar knapp, aber es lange tatsächlich. Wir haben den Boden gedeckt. Und dann wäre dann als nächste Amtshandlung das Erhöhen von der Türe geplant. So, einmal Holz auf den Boden, dann muss von außen her, jetzt habe ich kein Holz mehr dabei. Machen wir das halt einfach temporär mal mit Erde. Ein Block her, damit da die Türe wieder auf der richtigen Höhe ist. Dann lassen wir das jetzt mal so. Wir müssen eh noch Holz holen, um da die letzte Treppe anfügen. Aber eigentlich könnte man jetzt schlafen gehen weg dem Mönsterlis und weil er da müde ist, so dann wollen wir aufs Ohr hauen und wieder aufstehen und weiter geht's. Wir holen uns da unten jetzt ein bisschen Holz. Weg, jetzt haben wir da noch die zwei Brot auf. Da ist kein Holz drin, aber da ist Holz drin. Wir nehmen jetzt doch einfach mal das da raus. Oder habe ich vielleicht sogar noch? Habe ich nicht geschaut? Ja, ich habe da noch Treppen, also nehmen wir doch die jetzt auch mit. Weil dann kommt da nämlich einerseits da so eine Treppe her. Die Fackeln müssen noch eins nach oben gerückt werden. So, dann wird da noch die Fackeln rausgerupft und da noch die Fackeln rausgerupft. Und der kommt da raus, anstelle von dem Erdblock ein Steg her. So, und jetzt haben wir doch da schon einen schönen Teppichboden. Wo man da schön auf unsere bunten Schäfchen runterschauen kann, da könnten wir doch da wieder mal ein bisschen vermehren. Dann kommt irgendwie da oben dann vielleicht irgend so ein paar Bücherregale da an die Wand her. Denn ja, wir werden uns das dann da sicher irgendwie einrichten. Das heißt, ein Projekt wäre jetzt da schon mal abgeschlossen, nämlich der obere Stock ist um eins erhöht und mit Teppichboden ausgelegt. Da können wir vielleicht auch noch Teppichboden reinlegen. Unser Schlafzimmer dann da so der Wohnbereich da mit der kleinen Küche.
Das möchte ich vielleicht auch noch wieder umbauen, weil was mir am Anfang gut gefallen hat, gefällt mir jetzt eigentlich schon wieder nicht mehr so. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal wieder raus, gehen uns um unsere Farm kümmern. Zuerst kümmern wir uns aber um das Skelett da, wo da meint, dass wir sie da uns abschießen. Und da ist immer noch einfach eine Kuh im falschen Weg. So. So, und dann haben wir da ein bisschen aufgestockt. Hier werden wir doch auch noch gerade mit ihm aufstocken, aber da werden wir nicht übertrieben. So. Voilà, falscher Knopf. Und jetzt haben wir doch da schon sehr, sehr viel Tier, wenn man da unschwer erkennen kann. Im Käg rein. Zuckerrohr. Lassen wir mal noch ein bisschen wachsen, aber da gesehen ist auch schon wieder sehr, sehr viel Ernte bereit. Lassen wir doch da gerade auch schon wieder. Der hätte eigentlich nicht weg sollen. Dann habe ich auch noch vor, nochmal aufzubrechen zum Dörfli, wo irgendwo dort hinten liegt. Zum schauen, ob die dort Herdöpfel oder Rüebli hatten. Weil das ein Kollege von mir gemeint hat, er hätte das entdeckt. Dass ich, wo ich dort war, wo ich mich verlaufen habe, hätte ich das dort gehabt. Ich bin mir eben nicht sicher gewesen und habe darum dort nachher nie weiter gesucht, weil ich und ich denke dann, ja, es ist alles nur Weizen. Aber er meint, er wäre sich da nicht so sicher, darum gehen wir dann nochmal schauen. Und je nachdem kommen wir ja dann mit an einem neuen anbaubaren Material. Ja, kann man Material sagen? Ja, ja, ich kann jetzt Material sagen. Wieder zurück so, und jetzt sind wir da auch schon wieder angepflanzt. Das kleine Gärtli da vor der Tür rupft jetzt dann irgendwann wieder ab. Weil das ist ja nur Anfang gewesen, dass wir ein bisschen Lebensmittel haben. So, dann kommen wir da. Ja, dann sind wir auch schon zwei Stack, mehr als ein Stack voll mit Samen. Dann werden wir das Zeug da noch da ablegen. Und dann werden wir dann in der nächsten Aufnahme, werden wir uns mal dran machen, die Höhle da unten zu erkundigen. Für die Folge da wird das natürlich nicht mehr lange. Darum würde ich sagen, wir rüsten uns unten schon fangs aus. Ja, gehst du da runter? Ja, jetzt geht er runter. Wir haben da mal Knochen, die wir da lassen. Ist da wieder einer auf Besuch gekommen? Ja, tatsächlich, da ist wieder so einer auf Besuch. Ab und zu kommt wieder mal einer auf Besuch. Und lad uns dann irgendwelche Sachen legen. Was ist denn das da? Ein Goldschwert, okay. Dann wir das da mal ablegen, ähnlich wie der Nugget. Dann haben wir da vorne in der Truhe, haben wir doch sicher da noch das Zombiefleisch, wo wir da mal ablegen können. Druckplatten und Kohle, wo wir jetzt auch nicht brauchen. Uhr brauchen wir auch nicht. Ja, die Ziegel sind glaube ich in einer anderen Truhe drin. Nämlich da hinten irgendwo bei den Werkstoffen noch. Aber nicht hier, sondern, naja, nicht da. Da innen sind die Ziegel. Und auch der Redstone ist da drin. Füllen wir auch gleich noch. Der Rest, ja, Schild können wir da lassen, Truhe können wir da lassen, Treppen können wir da lassen. Muss dann eh wieder aufräumen, wenn dann mein Lager umgebaut wird. Holz, ja, behalten wir jetzt mal im Inventar. Dann würde ich sagen, wir verschieben uns schon mal in den unteren Stock. Allerdings verschieben wir nicht nur uns hier runter, sondern auch unsere Exkursion auf die nächste Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Hoffe, wir sind das nächste Mal auch wieder dabei. Machen wir schnell schauen, die Öfen. Da haben wir noch 8 Eisenbarren drin. Hoffe, wir sind das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Und bis dahin, schönen Abend noch, oder was auch immer jetzt gerade ist. Bis dann, tschüss!